Jo, heute geht es mal um negative Kommentare, die man auf YouTube bekommen kann, wenn man einen YouTube-Kanal hat. Und ja, darum geht es heute mal, also von daher. Und ja, ich mache schon seit 2000 und 16 YouTube. Falls einige von euch noch nicht wissen, ich mache seit 2016 von YouTube und ja. Und dann gehe ich halt und natürlich auch Kommentare gekommen, die natürlich nicht angemessen waren, wo ich mir denke, Leute, denkt doch mal nach, was ihr von der Kommentare liegt. Aber naja, wir wollen mal ein paar Kommentare, wo ich jetzt euch mal nennen, was ich alles mal bekommen habe von der Beleidigung und weiter und gefolgt, wo ich mir dachte, was wollt ihr damit eigentlich? Wo ich mir denke, habt ihr kein Hobby? Aber naja. Darauf geben wir heute mal ein paar Hate-Kommentare, die ich mal bekommen habe. Ich brauche ein paar Aufklärungen gegen Video. Ich habe alles mir noch im Kopf. Habe ich alles, vorhin kann ich mir alles noch aufgegeben habe. Ich habe mir vorhin alles mir. Und da sind auch Kommentare dabei, wo ich mir denke, Leute, wollt ihr mich eigentlich gar verarschen? Aber naja. Kommentar Nummer 1, den ich sehr häufig bekommen habe. Den denke ich mal kennt jeder. Hugensohn. Hugensohn ist eine Beleidigung. Hugensohn heißt also, damit beleidige ich kann die Mucker und ich frage mich sowieso immer, warum die Mucker damit was gekuckt hat. Aber naja, die Mucker hat damit gar nicht gekuckt, gehe ich im Weko und ja, einfach nur unnötig, kann Kommentar gar nicht lachen. Ist einfach nur unnötig. Dennoch, der nächste Kommentar, der kam, löscht keinen YouTube-Kanal, keine Scheiße will doch keiner gehen. Wo ich mir denke, okay, meine Scheiße will keiner gehen, aber ich habe 2000 Abonnenten. Okay. Ich habe 2000 Abonnenten und ja, meine Scheiße will keiner gehen. Okay. Aber ne, ich lösche meinen Kanal nicht. Nein. No go. So, der nächste Kommentar, der ging auch noch. Der häufig schon gelegen habe, gehe ich verbuggeln. Also, wie soll ich mich selber verbuggeln gehen? Also, ach, ich komme wieder ja auch gerade. Gehe ich verbuggeln? Okay. Wie soll ich mich denn selber verbuggeln gehen? Also, gehe auch gerade dahinter, vergeht keine Sau. Das ist eine Beleidigung, das weiß ich, aber wie soll ich mich verbuggeln gehen? Also, es kommt mal die Frage, wie? Und ja, nächste Kommentar, der dann immer kam, du bist hässlich, dich braucht sowieso niemand. Okay. Das ist auch gerade, wo ich mir denke, okay, wenn du sagst, ich bin hässlich, du musst mich nicht angucken. Das ist es. Das ist es. Der nächste Kommentar, der dann auch kam, wo ich mir dachte, Junge, was ist eigentlich los bei dir? Du behinderte Missgeburt, du brauchst sowieso nie einen Gefallenen bekommen. Okay. Wenn du, okay, behinderte Missgeburt, okay. Da wog ich gern über meine Behinderung, weil ich ja behindert bin. Wog ich halb beleidigt, aber naja. Wo ich mir wieder denke, Leute, also, in keiner Rambo könnt ihr alle, aber im wirklichen Leben, ja, könnt ihr mir auch nicht gern. Ihr könnt das nur in Internet. Also, erst man bekommt Kommentare, wo ich mir manchmal denke, Junge, gar keine Schublade. Ach, gar alles kommt vor, kommen kam, mit, bin ich um, ich will go, wie go, niemand kam, okay. No go, das wollte ich nicht machen. Negativ, mache ich nicht. Nur wegen irgendein komisches Kind, was irgendein gumm Kommentar gibt, nein. Also, falls ihr YouTube machen wollt, kriegt gar nicht, dass ihr auch hier Kommentare bekommt auf euren Kanal. Gammel, also, macht euch aber noch gauch, ich korrigiere die Kommentare einfach und gehe gar nicht auf allen, weil gegen Agang gehege ich viel mehr. Ja. Also, manche Kommentare brauche ich einfach wie unkabel wo ich mir denke, Junge, muss gar wirklich so geil. Muss gar wirklich, muss am wirklich beleidigen, gerne. Die Leute heutzutage. Sind einfach nur Leute, die keine Hobby haben, kein Leben haben, die in ihrem Leben nie was erreichen. Die einfach nur in Internet gehen und Leute beleidigen müssen. Aber ich bin echt schon gewöhnt. Ach, auch Heger gibt, ich bin echt gewöhnt. Ich mache schon wieder gar keine Quaker und mache YouTube. Ich bin echt gewöhnt, dass nicht jeder meinen Content, den ich hier mache, feiert. Das weiß ich. Aber, wie gesagt, man muss ja auch nicht meine Videos gucken, wenn ich nicht feiert.
Aber ich kann damit umgehen, ich kann mit Kekkommentare umgehen, also ich kann damit wirklich umgehen. Ich kann damit umgehen. Aber Gauer, in live bin ich nerven oder so und beleidigen. Ich nerv ich auf Gauer und da wollte ich natürlich die Leute auch mal für bannen. Ja, man kann die Leute von dem Kanal bannen. Ja, ich weiß, man kann nicht noch einen neuen Account erstellen, aber ich immer so. Juckt mich eigentlich eigentlich wenig. Ich lebe mein Leben, so wie es mir gefällt. Und ja, wenn ihr meint, ihr müsst meine Videos haten, na, dann könnt ihr das machen. Dann könnt ihr mir vielleicht geben oder mich beleidigen, was auch immer. Aber geil euch bewusst, wenn ihr beleidigen, guckt in den Kommentar. Ich wollte jeden beleidigen Kommentar melden. Und wo auch jeden, der beleidigt, jeder, der beleidigt, wo ich auch bang von meinem Kanal. Ihr könnt ganz normale Kommentare geben. Wenn ihr Fragen an mich habt, könnt ihr gehen, ist kein Problem. Da wo ich auch drauf eingehen, das ist kein Problem. Und ja, wenn ihr Fragen an mich habt, wo ich drauf eingehen, solange es keine Beleidigung oder Gumme fahren kann, dann gehe ich kann natürlich drauf ein. Da habe ich kein Problem mit, liebe Leute. Aber bitte guckt euch nochmal verhalten. Weil, ja, wirklich volles Verhalten gegenüber den Mitmenschen, Leute. Gehen kann man gar gange. So, das waren ein paar Kommentare. Es gibt noch viel mehr Kommentare, die ich erhalten habe, aber ich denke mal, reicht das für dieses Video. Und wenn ihr noch einen Kai haben wollt, naja, dann wisst ihr ja schon, was ihr machen wollt. Was ihr machen müsst, einen Gaumen umgehen lassen. Und ja, wir wollen natürlich geil, wenn ihr meinen Kanal keilen wollt mit euren Freunden. Müsst ihr aber nicht. Und ja, das war's mit dem Video. Und Scheich auf Geheka. Scheich auf Geheka.